faszinierend, dass Tavnir ein derartiges Geheimnis hütet. Wenn das so ist, sollte unsere oberste Priorität Vritras Bitte und damit der Turm von Sott werden. Das halte ich für vernünftig. Mir lassen die Motive des Rates zwar keine Ruhe, aber ich denke, dass es hier vorerst nichts mehr aufzudecken gibt. Wenn wir uns noch einmal unlauteren Zugang verschaffen, verweisen sie uns höchstwahrscheinlich des Landes. Matoya kann uns sicherlich mit unseren Fragen zum Sternengrund helfen, während wir uns auf nach Tavnir machen. Hat es denn überhaupt Sinn, eine Expedition in den Turm durchzuführen? Arenwalds und Fordolas Erkenntnisse schienen mir ziemlich eindeutig. Den Gefangenen Amaljar konnte nicht geholfen werden und ihr Eindringen wurde mit der erzwungenen Beschwörung Luna Ifrits beantwortet. Ist die Existenz eines solchen Abwehrmechanismus nicht genau der Schlüssel? Jeder Versuch, die Gefangenen zu befreien, würde ihren Tod bedeuten. Damit ist jeder direkte Eingriff zum Scheitern verurteilt. Warum also sollte man ein Abwehrsystem benötigen, um dies zu verhindern? Oder anders ausgedrückt, es muss einen Weg geben, die Gefangenen unbeschadet aus dem Turm zu bergen. Und die Vorrichtung dient nur dazu, Eindringlinge abzuschrecken. Diese Türme sind alle an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit aufgetaucht. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sie magischer Natur sind. Was wiederum bedeutet, dass sie an eine Art Katalysator oder Ritual gekoppelt sind. Einen Kern sozusagen, der sich im Inneren eines jeden Turms befindet und ihn aufrechterhält. Gelingt uns die Zerstörung dieses Kerns, sollte mit ihm der ganze Turm verschwinden und jegliche Gefangene somit freigeben. Ganz genau. Es ist nur eine Theorie. Aber immer noch besser, als uns komplett ziellos in eine neue Expedition zu werfen. Meint ihr nicht? Wenn Ishtola recht behalten sollte, werden wir uns auf einen Kampf gefasst machen müssen. Bis zum Kern kommen wir ja ganz sicher nicht, ohne diesen Schutzmechanismus auszulösen. Taucht ein Primai auf, bleibt uns nur eine Option. Aber auch wenn wir siegen, würde eine Beschwörung der nächsten folgen. Das zehrt heftig an den Kräften der Gefangenen. In dem Fall sollten wir uns wohl aufteilen. Urianger, Krile, Ishtola und meine Wenigkeit sind erfahrene Heiler. Zu viert können wir den Gefangenen Kraft spenden, wenn sie die Beschwörungen durchführen müssen. Der Rest nimmt sich der Suche nach dem Kern an. Natürlich erschwert es den Kampf, wenn wir unsere Kräfte so aufteilen. Aber die Leben der Akasodara sind dieses Risiko mehr als wert. Ganz genau. Ihr braucht schließlich einen Heiler an eurer Seite, sollte es zu einem Kampf mit einem Primae kommen. Da hat er recht. Und keine Angst, ich bin mit den Künsten des Weisen inzwischen bestens vertraut. Ich werde euch im Gefecht stets den nötigen Schutz bieten können. Damit wäre alles geklärt. Ich werde mit Razzatan in Kontakt treten und sie über unser Vorhaben informieren. Treffen wir uns vor Ort, sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Der Stützpunkt des Himmelsheers, nahe der Hamsa-Weide, bietet einen guten Ausblick auf den Turm, soweit ich mich erinnere. Sehr gut. Dann soll dies unser Treffpunkt sein. Zögert nicht, den Ätheriten der Konfluenz zu nutzen. Es mag nicht das angenehmste Reisemittel sein, aber mit keinem seid ihr schneller.
Alles in Ordnung? Wir haben die Gefangenen mit all unseren Kräften geheilt. Da mit einer neuerlichen Beschwörung im Moment nicht zu rechnen ist, wollten wir euch hier Rückendeckung geben. Die unteren Ebenen kamen mir schon schaurig vor, aber sie waren kein Vergleich zu hier. Mir ist, als zerre ein zäher Ätherstrom an meinen Gliedern. Mir geht es ähnlich. Ich vermute, dass wir uns im Herzen des Turms befinden. Wenn dem so wäre, dann... Ich sehe ihn. Den Äther, der aus den Adern des Planeten gesogen wird. Immer weiter hinauf. Hin zu einem einzelnen Punkt. Dies hier ist der Kern. Es besteht kein Zweifel. Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Turm von Sot ist zwar gewaltig, aber die enorme Menge an abgesaugtem Äther steht in keinem Verhältnis zu seiner Größe. Es scheint fast, als würde der Kern selbst seine Energie absorbieren. Ich muss tiefer blicken. Da. Irgendetwas liegt dahinter. Was ist das bloß? Füße? Von einer Person. Sollen wir das Ding jetzt zerstören oder nicht? Ja. Ja, ich denke schon. Wenn du uns die Ehre erweisen würdest? Sehr gut, damit sollten hoffentlich alle... Was zum... Das bestätigt meine Theorie. Als magisches Konstrukt ist der Turm unweigerlich auf seinen Kern angewiesen und wird somit nun selbst vergehen. Was? Und was soll aus den Gefangenen werden? Verdammt, das ist gar nicht gut. Der Äther fließt zurück und zwar ungebremst. Haltet euch fest! Levitas! Was? Was ist passiert? Wo sind wir? Wir sind zweifelsohne auf der Insel, auf der bis eben noch der Turm von Sot gestanden hat. Nur ist dieser wohl spurlos verschwunden. Und wir sind gänzlich unverletzt? Raha, ist es wohl gerade noch gelungen, einen mächtigen Levitationszauber zu wirken? Der muss aber wirklich gigantisch gewesen sein. Das erklärt, warum niemand größeren Schaden davongetragen hat.
Ein derartiger Zauber wird ihn seine ganze Kraft gekostet haben. Es geht ihm gut, aber er wird sich noch eine Weile ausruhen müssen. Also stellt sich jetzt die Frage, was wir mit den armen Seelen machen, die bis eben noch im Turm gefangen waren. Äußerlich scheinen sie vielleicht unverletzt, aber den Ätherausbrüchen des Turms waren sie dennoch ausgesetzt. Das kann nicht gesund sein. Ich versuch's mal mit Angel. Normalerweise würde ich dich in deinem Eifer bestärken, Alize. Aber so viele Leute kriegst nicht einmal du alleine geheilt. Wir bitten die Stadtstaaten um Unterstützung. Sie sollen ihre Quixis schicken und die Magier Razzatans können dann mit der Heilung helfen. Da seid ihr ja. Ich sah den Turm ganz plötzlich verschwinden. Sagt, was ist denn nur geschehen? Die Gefahr ist gebannt und die gefangenen Seelen befreit. Doch bedarf es zahlreicher Heiler und ausreichend Platz, um auf die Rettung nun auch eine Genesung folgen zu lassen. Verstanden. Ich werde sofort die nötigen Schritte veranlassen. Fürs Erste müssen sie geborgen und nach Razzatan gebracht werden.